wurden Ihre Anzeigen mit dem Status Website ausgeschlossen markiert. Zum Schutz der Nutzererfahrung und Sicherheit unserer Nutzer werden keine Anzeigen geschaltet, die auf eben diese Website verweisen, bis diese unseren Richtlinien entspricht. Beheben Sie das Problem auf Ihrer Website und reichen Sie diese zur Überprüfung ein, damit Ihre abgelehnten Anzeigen wieder geschaltet werden können. Normalerweise erhalten Sie eine E-Mail von adwords-noreply@google.com, die einen Link zu weiteren Informationen über die spezifische Richtlinie und zur Korrektur des Verstoßes enthält. Sie können auch die Spalte Details zur Richtlinie in Ihrem Anzeigentab hinzufügen. Um Informationen über die jeweilige Richtlinie abzurufen. Sie können nun die erforderliche Änderung auf Ihrer Website vornehmen, damit diese mit unseren Richtlinien im Einklang ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Richtlinienverstöße korrigiert werden können. Wir mussten eine Entscheidung darüber treffen, welche Arten von Websites wir zum Schutz unserer Nutzer nicht akzeptieren werden. Wenn es nicht möglich ist, Ihre Website zu korrigieren oder wenn Sie keine Änderungen an Ihrer Website vornehmen möchten, können Ihre Anzeigen für diese Website leider nicht geschaltet werden. Sobald Sie die notwendigen Änderungen an Ihrer Website vorgenommen haben, können Sie eine erneute Überprüfung beantragen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Richtlinienverstöße behoben wurden. Eine wiederholte Anzeigenablehnung kann zu einer Kontosperrung führen. Eine Anzeigenschaltung mit AdWords ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Ihre Website wird durch unsere AdWords-Spezialisten erneut überprüft, um zu bestätigen, dass Sie den Richtlinienverstoß korrigiert haben. Wenn Sie den Verstoß behoben haben, können wir Ihre Website freischalten und Ihre Anzeigen erneut für die Schaltung zulassen. Wir überprüfen alle Anzeigen und Websites so schnell wie möglich, in der Regel innerhalb von 3 Werktagen. Sie erhalten eine E-Mail, sobald dieser Prozess abgeschlossen wurde. Klicken Sie auf diesen Link, um Schritt für Schritt in Ihrem AdWords-Konto durch diesen Prozess geführt zu werden. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Hier können Sie die neuesten AdWords-Tipps-Videos einsehen und Ihre Fragen direkt im Kommentarfeld eingeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.